Hallo, ja, die Expertenkommission für Wärme hat jetzt vor wenigen Stunden ihren Vorschlag veröffentlicht zum Thema Gaspreisbremse. Und in diesem Video will ich versuchen, mal eine kurze Einordnung aus meiner Sicht zu geben und wo ich auch die Schwierigkeiten sehe. Also, los geht's. Gas- und Fernwärmekunden werden in diesem Jahr ihren Abschlag im Dezember nicht selber bezahlen müssen. Und ab März 2023 wird ein Kontingent von etwa 80% des Verbrauches aus dem September 2022 zu einem Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde Wärme abgegeben. Alles, was darüber hinausgeht, muss dann entsprechend bezahlt werden. Ja, das ist jetzt das Ergebnis der Wärmekommission. By the way, Wärmepumpenbesitzer scheinen erstmal irgendwie vergessen worden zu sein. Stimmt, wir brauchen keinen Strom zum Heizen, aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Ja, wie ist denn das jetzt einzuschätzen? Was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Das bedeutet natürlich auf der einen Seite erstmal eine, ja, schon spürbare Entlastung der Haushalte, die mit Gas oder Fernwärme heizen, vor allem ab März 2023. Wobei man natürlich auch klar sagen muss, März 23, naja, da ist ja die Heizsaison schon irgendwie wieder fast vorbei und dann passiert erstmal nicht viel und mal gucken, wie sieht's denn dann eigentlich im nächsten Jahr aus, also na mal gucken, ob da nicht so ein kleiner Pferdefuß drin steckt, egal. Und der Dezember wird halt komplett übernommen von der Bundesregierung. Ja, und was bedeutet das jetzt? Ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein ziemlich fatales Signal. Ich kann natürlich total verstehen, dass Haushalte, die halt in finanziellen Schwierigkeiten sind, finanzielle Hilfen brauchen. Aber was halt bei dieser Geschichte total verloren geht, ist aus meiner Sicht zumindest der Anreiz, weiter massiv zu sparen. Und dieser Anreiz, massiv den Gasverbrauch zu reduzieren, der ist extrem wichtig. Denn wir dürfen nicht vergessen, es geht ja nicht einfach nur darum, ja, Gas zu irgendwelchen Preisen irgendwo auf der Welt einzukaufen und dann nach Deutschland zu transportieren, sondern die Problematik, die liegt ja darin, dass die Mengen, die wir über die alternativen Wege, also abseits der russischen Gasleitungen, die ja nicht mehr zur Verfügung stehen, dass diese begrenzt sind. Und diese begrenzte Möglichkeit, Gas nach Deutschland zu bringen, ist das ganz große Problem. Und wenn wir da nicht sparen, dann werden wir spätestens im nächsten Winter in eine wirklich dramatische Gasmangellage kommen. Denn in diesem Sommer konnten wir noch und in diesem Herbst konnten wir noch die Speicher über Nord Stream füllen. Und das steht uns ja jetzt nicht mehr zur Verfügung. Und von daher wird also die Befüllung der Speicher für den nächsten Winter sehr, sehr schwierig werden. Und klar ist ja auch, die Speicher, die Gasspeicher, die jetzt so bei rund über 90% liegen, werden uns natürlich auch nicht über den Winter bringen. Und ob das mit den LNG-Terminals alles so rechtzeitig klappt und die Lieferungen kommen, das wissen wir ja eigentlich auch noch nicht. Und deswegen ist, mal abgesehen von den klimatischen Themen, natürlich das Sparen von Gas extrem wichtig. Und wenn man da mal unterscheidet, haben wir auf der einen Seite die Industriekunden, aber die Industriekunden sparen. Also wie schnell kriegt ein Bäcker einen effizienteren Ofen? Ihr wisst, ihr könnt euch selber vorstellen, wie lange das dauert. Vor dem nächsten Frühjahr, Sommer ist da wahrscheinlich überhaupt nichts zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes. Muss man gerade hier auf meinen Hund achten. Und ja, so eine Glasbrennerei oder eine Ziegelbrennerei, die können natürlich auch nicht mal so eben irgendwie mit, keine Ahnung, 100 Grad weniger die Ziegel brennen oder die Glasschmelze betreiben. Die werden, wenn es kein Gas gibt, schlicht und ergreifend zumachen. Und das bedeutet natürlich dann den Verlust von Arbeitsplätzen. Und so richtig sinnvoll kann das ja auch nicht sein. Und ja, wo kann jetzt eigentlich Gas gespart werden? Naja, im Prinzip bei den Haushalten. Muss man mal so klipp und klar sagen. Die Haushalte, die privaten Haushalte in Deutschland sind eigentlich der Hebel, um diese Krise zu bewältigen. Und auch Klaus Müller von der Verbraucherzentrale, der war bei der Verbraucherzentrale, der ist jetzt bei der Bundesnetzagentur, so rum. Der sagt ja auch nicht umsonst, es wird zu wenig gespart, die Haushalte müssen sparen und da ist immer die Rede von 20%. 20% Gas einsparen. Das hört sich irgendwie so im ersten Blick irgendwie ganz locker und entspannt an. Aber lasst uns doch mal gemeinsam gucken, was das eigentlich bedeutet. Pro Grad in der gesamten Wohnung oder im gesamten Haus, das weniger geheizt wird. Wir reden hier nicht über einzelne Zimmer.
Das wäre ja nur anteilig. Sparen wir etwa 5-6% Gas. Bei 2 Grad wären es 10-12%. Würde in der Praxis bedeuten, zum Beispiel von 21 auf 19 Grad die Temperatur zu senken. Die Diskussion, die ich schon bei mir zu Hause durchhabe, zeigt, so einfach ist das nicht. Und wenn ich dann, da brauche ich gar nicht anzukommen mit dem dicken Pulli, da gibt es Diskussionen und da wird es auch Diskussionen geben. Denn von 21 auf 19 oder sogar von 20 auf 18 zu reduzieren, das spürt man, vor allem wenn es länger dauert, länger anhält, der Winter vielleicht ein kalter Winter wird und man einfach das Gefühl hat, man will es drin einfach mal ein bisschen kuschelig warm haben. Und deswegen befürchte ich, dass viele Haushalte diese, ja, Stachstand spürbare Temperaturabsenkung wahrscheinlich nicht durchhalten oder auch nicht in der Höhe durchführen, sondern, sage ich mal, vielleicht ein halbes Grad oder ein Grad absenken. Und ja, schreibt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wie macht ihr denn das eigentlich? Habt ihr auch schon die Temperatur abgesenkt und wie sind eure Erfahrungen dabei? Gut, nehmen wir mal an, wir machen das, kommen wir auf etwa im besten Fall auf 12% Einsparung. Zu den 20% fehlen jetzt aber immer noch 8%. Wo kommen jetzt diese 8% her? Jetzt können wir natürlich sagen, wir sparen noch ein Grad weniger ein. Wenn wir das durchhalten, also von 20 auf 17 Grad oder von 21 auf 19 Grad, auf 18 zu reduzieren, das ist schon echt heftig auf Dauer, dann sind wir aber nur bei 18 im besten Fall und nicht bei 20. Da ist immer noch eine Lücke. Und diese 3 Grad Einsparung, das glaube ich nicht, dass das viel gemacht wird. Das werden Einzelfälle sein. Also nehmen wir mal an, wir bleiben bei den 1 oder 1,5 Grad, die eingespart werden. Dann müssen wir diese vielleicht fehlenden noch 10% woanders herholen. Aber wo kann man die herholen? Ja, das Warmwasser ist ein Punkt, wo man tatsächlich Energie einsparen kann. Auch das bedeutet aber wieder, ich muss massiv einsparen. Denn ich habe im deutschen Haushalten im Durchschnitt wird etwa 10-12% der benötigten Wärmeenergie für warmes Wasser verbraucht. Das heißt also, ich muss diesen Beitrag also mindestens um die Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr reduzieren. Was das bedeutet, statt 3 Minuten nur noch 1 Minute zu duschen. Oder das ist natürlich auch eine Frage, ob das so viele Haushalte so auch mitmachen werden. Ich bin mir da nicht sicher, ob die das entsprechend mitmachen werden. Also man müsste also eigentlich tatsächlich 2-2,5% Temperaturreduzierung und eine Hälfte des Warmwassers einsparen, um diese 20% nur über die Temperaturregelung oder so leichte Verhaltensveränderungen einzusparen. Und ob das klappt, ob das funktioniert, da bin ich mir echt nicht sicher. Und da müssen noch andere Maßnahmen her, da müssen technische Maßnahmen her, da braucht es bessere Thermostatventile, da müssen die Heizungen richtig eingestellt werden, was man ja als Mieter zum Teil gar nicht so richtig machen kann. Und deswegen würde mich interessieren und deswegen die Frage an euch, schaffen wir das? Meint ihr, dass wir das zusammen schaffen, diese 20% irgendwie einzusparen? Ist das überhaupt realistisch? Und welche Maßnahmen habt ihr denn eigentlich ergriffen, um zu sparen? Oder sagt ihr einfach, ich spare nicht, es wird schon irgendwie funktionieren? Tja, das also meine Einschätzung, meine Meinung dazu in Kürze nochmal zusammengefasst. Ich finde es fatal, dass Wärmepumpenbesitzer und Wärmepumpennutzer bei dieser Preisreduzierungsrunde irgendwie komplett vergessen wurden. Ich finde, das Signal geht verloren, Energie wirklich einsparen zu müssen, wenn wir eine Deckelung auf 12 Cent kriegen. Wir müssen brutal einsparen, einfach weil wir den physikalischen Zufluss nicht kriegen. Da hilft nichts, da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Und ob wir überhaupt diese 20% schaffen, da müssen wir uns alle sehr, sehr anstrengen. Und jetzt schreibt ihr mal bitte in die Kommentare zu diesem Video, was ihr dazu denkt, welche Maßnahmen ihr ergriffen habt, ob ihr eventuell schon Erfolge erkennen könnt, was ihr euch vorgenommen habt für den Winter und wie ihr über diese ganze Geschichte denkt, würde mich sehr, sehr interessieren. Danke fürs Zugucken. Jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Ciao.